Hallo allerseits. Ich mache ja alles, was man mir sagt. Und die Melanie hat gesagt, ich soll jetzt live gehen, damit wir dann live gehen können. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll, weil ich bin ja eine Dinosaurierin, was Instagram betrifft. Und ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. Ich sehe, es kommen Leute dazu und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Walter, José, Lenormand, wie interessant. Maria Dreh, Martina Sennemann, die Rita ist da, aber die Melanie ist nicht da. Und ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja, wir können uns gerne unter uns unterhalten, bis Melanie dazu stößt. Ich schreibe ihr aber mal kurz, dass ich jetzt live bin. Und ich muss gestehen, aus Japan, legt man da Lenormand-Karten, Walter? Das ist ja interessant. Japan ist ja eins meiner Sehnsuchtsländer. Würde ich gerne mehr darüber erfahren. Jetzt kommt da Tarot Atelier rein und sie hat mir eine Request geschickt. Sie. Also beantwortet habe ich den Request. Ah, du bist auf Besuch in Japan. Hier kommt jetzt sowas Düsteres durch. Liebe Melanie, bist du noch in Halloween-Stimmung? Ich sehe dich nicht. Warte mal gerade. Hörst du mich denn überhaupt? Hörst du mich? Ich höre dich, aber du siehst so aus, als seist du in der Anderswelt. Warte mal gerade. Aber es ist doch schon mal gut, dass man mich hört, ne? Ich gucke mal gerade Kamera. Oh, komisch. Ich habe aber meine Kamera eigentlich an. Hast du dein Handy sauber gemacht? Warte. Mal, ich muss mich umdrehen. Ah, guck mal. So, sehr schön. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich selbst bin heute nicht so ganz in Stimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, liebe Melanie. Wahlergebnis. Ich sag da jetzt besser nichts zu, aber wir werden das schon machen. Ja, warum bist du nicht so in Stimmung? Du musst mir nachher mal erklären. Ja, ja. Ich habe auf jeden Fall schon ganz, ganz viel vorbereitet hier. Oh Gott. Ja, das freut mich. Dabei wollte ich dich heute reden lassen, Kirsten. Ich wollte dich heute reden lassen. Ja, das ist super. Danke dir dafür, weil ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Umso besser. Und ich werde dann jetzt einfach mal meine Intuition einschalten und aufhören. Was du so alles möchtest. Was ich meine. Ja. Ja gut, das war ja eigentlich auch nochmal dein Vorschlag mit dem Thema, was ja auch ein sehr interessantes Thema ist im Tarot, Wissen versus ist die Frage Intuition. Und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht und da wäre meine Frage erstmal an dich, was definierst du als Wissen? Meinst du mit Wissen Tarotwissen oder meinst du Wissen? Das hört sich jetzt komisch an vielleicht, aber... Also Wissen im Sinne von, du definierst das, wenn du mich das Zweite fragst, im Sinne von, ich weiß mit Bestimmtheit etwas, während das Tarot-Wissen, mein Blog hier heiße ich Tarot-Wissen, das ist natürlich das, worüber ich mich definiere. Ja. Uns geht es ja speziell darum, über denken und da uns zu überlegen, was muss ich wissen bei der Spiritualität, was mache ich rein intuitiv. Beste ist mir, ja. Darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Jetzt auf der Buchmesse ist mir wieder aufgefallen, dass es wirklich, die Bücher werden immer dünner, ne? Und es steht immer weniger drin und die Leute sind halt wirklich auch immer mehr gefordert, mit der Intuition zu arbeiten und sich dann vielleicht wieder rückzubesinnen auf andere Bücher aus vergangenen Zeiten, wo noch mehr drinsteht. So. Ah, das ist eine interessante Beobachtung. Also ich beobachte das gar nicht so, aber du hast das dann viel mehr auf dem Schirm. Ja. Gut, es ist halt so, genau, die Frage ist, was will man denn überhaupt noch über Tarotwissen schreiben? Es gibt ja einfach unheimlich viel Literatur. Ja. Und da kann man immer nur eigentlich wiederkäuen, was gibt es da Neues, es sei denn, ich habe schon ein paar Ideen, was ich schreiben könnte oder wo ich auch dran schreibe, aber es hakt im Moment ein bisschen, also es
wegen meiner persönlichen Situation gerade mal wieder ein bisschen im Sumpf. Da gibt es schon noch einige Sachen, die da fehlen, sag ich mal, aber das wäre dann wirklich auch in Richtung Tiefgang und ich sag mal wirklich so Kartenkombinationen oder auch das psychologische Wissen, was da noch dahinter verborgen ist, da wieder mehr hinzugehen, weil in der Praxis. Aber generell ist ja so die Sache, wir haben einmal das Tarotwissen, wenn wir eine Tarotberatung oder eine Tarotbefragung machen, haben wir das Tarotwissen, das, wo du ja auch so ein bisschen für stehst, also wo du auch einfach ein umfangreiches Wissen selber hast, viele Bücher geschrieben hast und wo man auch schon ganz, ganz viel lesen kann und sich aneignen kann. Dann gibt es aber auch natürlich, neben der Intuition, gibt es ja auch noch ganz viel anderes Wissen, was in das Tarotwissen mit einfließen kann, was einem, sag ich mal, hilfreich sein kann. Aber das weiß man eigentlich auch schon. Die meisten wissen das ja, ne? Das ist aus Sowas anderen wie Alltag Disziplinen zum Beispiel. dann oder also Bitte nochmal? meinst du sowas wie Bildung oder Fachwissen aus anderen? Naja, genau. Das kommt dann auch noch hinzu. Erstmal ist es das Tarotwissen. Dann kann man sagen, natürlich jemand, der sich mit Astrologie intensiv beschäftigt hat, der kann auch das ins Tarotwissen einfließen lassen oder auch andere, sag ich mal, Disziplinen, spirituelle oder esoterische Wissensgebiete. Und dann kommt noch sowas wie Bildung. Natürlich, ich sage jetzt mal so einerseits, je höher der Bildungsgrad eines Menschen ist und auch sein psychologisches Hintergrundwissen ist, auch seine beraterischen Kompetenzen sind, da gibt es ja auch ganz viel zu wissen. Das ist ja nicht nur einfach so, dass man Leute gut beraten kann, sondern zum Beispiel, ich habe das studiert, Sozialarbeit, da gibt es verschiedene Beratungsmethoden, die man auch da rein einfließen lassen kann, könnte. Und das ist unheimlich viel Wissen. Und wenn man dieses ganze Wissen, sage ich mal, und dann auch noch natürlich auch das eigene Erfahrungswissen, ist was, was nicht direkt was mit dem Tarot zu tun hat. Aber meine Menschenkenntnis, meine Lebenserfahrung, die fließt auch definitiv immer damit rein, weil da können die Karten noch so wunderbar sein oder noch so schillernd und schön und so. Wenn dann mein Erfahrungswissen, und das geht dann über die Intuition meistens auch, ne, wenn da noch was mit hineinspielt, dann kann das ja konträr sein auch. Und das ist dann so die Kunst, ne, wie man das dann zusammenfügt zu einer sinnvollen Deutung, sag ich mal. Aber wie du sagst, also Bildung zählt da auf jeden Fall auch dazu, natürlich. Also je mehr ich halt auch weiß, wirklich über auch über verschiedene Lebensthemen. Ne, es kann ja sein, dass man aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel könnte es auch sein, dass man rechtliches Wissen hat. Wir dürfen ja eigentlich keine Rechtsberatung machen, ne, mit den Karten. Aber manchmal gibt es Situationen, da fragen Leute so etwas. Ne? Die fragen natürlich zu einem Rechtsstreit oder wie auch immer. Wenn ich jetzt halt nur von den Karten ausgehe, ne, dann klar, da muss ich mich mehr noch auf das Kartenwissen und auf die Intuition verlassen. Habe ich aber dann so ein ganz spezifisches Wissen, kann ich das natürlich da auch noch mit einfließen lassen und kann das auch natürlich kennzeichnen. Und das kann auch schon mal konträr sein zu dem, was in den Karten liegt, ne? Aber was da vielleicht dann besser wäre für den Rat suchen. Wir dürfen keine Rechtsberatung machen, ich weiß, aber es könnte ja jemand, kann ja jemand zum Beispiel Jura studiert haben und trotzdem Tarotkarten legen. Und dann darf dieses Wissen auch, wenn dann ein Mensch kommt, der zu diesem Thema etwas fragt, ne? Und selbst wenn es nur persönlich, psychologisch ist, der darf da auch natürlich, wenn das gewünscht ist, auch von dem Klienten sein Wissen einfließen lassen. Nur mal so. Also es war jetzt ein blödes Beispiel, weil wir dürfen eigentlich keine Rechtsberatung machen, aber trotzdem hat jeder Mensch sein ganz spezifisches Wissen, hat vielleicht ein Studium absolviert oder was auch immer. Und auch dieses wird in so eine Tarotlesung mit hineinfließen. Ich dachte gerade, ja, wenn du nebenher noch Bestatter bist, kannst du auch über den Tod reden. Genau. Noch bin ich keine Bestatterin. Ich werde auch wahrscheinlich nie Bestatterin werden. Aber ich werde auf jeden Fall, wer das wünscht, definitiv, kann ich auch machen, habe ich auch schon gemacht. Also wir sind ja eigentlich Allrounder als Tarotberater, ne? Also ich weiß nicht, du wirst auch schon die ein oder andere Trauerberatung oder Jenseitsberatung, muss man vorsichtig sein, aber auch schon gemacht haben, ne? Also Soll ich jetzt mal oder was Menschen, die schwer krank sind, also Menschen, die nicht, die halt die Schwerkranken begleiten. Zum Beispiel, die kommen auch. hast, glaube ich, heute begonnen mit, heute lasse ich dich mal länger reden. Ich Genau, setze und jetzt. da freuen wir uns auch drauf. Danke, dass du mich daran erinnerst. Also schieß los. Und nochmal auf das zurück, was du gesagt hast. Das ist natürlich total relevant und wichtig. Wie gehst du, jetzt lasse ich dich gleich wieder reden, wie gehst du damit um, wenn du ein spezifisches Wissen hast, das konträr zu dem ist, was du in den Karten siehst? Wie stellst du dich, positionierst du dich dann gegenüber der fragenden Person? Gut, diese Frage gebe ich jetzt mal an dich zurück, damit du das erstmal beantwortest. Du Damit du hast jetzt mal reden darfst. So. Tja.
Leute, wenn wir hier uns eingrooven, dann können wir demnächst hier so Schnapsspiele machen. Wir wollen ja ein bisschen mehr Tiefgang, also reiß dich zusammen. Okay. Also, wir haben uns ja als Generation Tiefgang ausgerufen, von daher werde ich jetzt auch wieder in den Tiefgang gehen. Und bei mir ist es so, dass ich öfter, wenn mir eine Person gegenüber sitzt, aus meinen Erfahrungen heraus, aber auch aus Empathie, die entsteht, wenn eine Person mir gegenüber sitzt, eine bestimmte Haltung einem Thema entwickle. Krasses Beispiel, ich werde schlecht behandelt in einer Beziehung von jemandem. Genau. Dann habe ich eine ganz klare Meinung. Ne? Mhm. Und in diesem Fall, wenn ich eine sehr klare Meinung habe, werde ich die vorher auch kundtun. Mhm. Ich will aber sagen, das hat nichts mit den Karten zu tun. Mhm. Und was ich auch mache, ist, bevor ich die Meinung kundtue, lasse ich auf ihre Frage bezogen die Karten ziehen und die liegen dort. Dass ich nicht meine, dass meine Meinung nicht die Karten, was sie gehört hat von mir. Okay, aber so machst du das, finde ich gut. Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit der Positionierung. Ja, ich rede hier einfach vor mich hin. Ich finde das okay. Dazu möchte ich gerne was sagen, weil ich würde das mehr spezifizieren. Das ist nämlich nicht nur deine Meinung. Also du hast natürlich, erstmal geht es darum, wir haben als Berater oder auch als Menschen, wir können auch für Freunde legen, wir können auch selber für uns die Karten legen. Wir haben natürlich eine ganz bestimmte, wie du gesagt hast, Haltung oder Meinung. Aber das ist ja nicht nur eine Haltung, Meinung, sondern wir haben auch ein psychologisches Wissen, zum Beispiel zum Thema toxische Beziehungen. Sei es aus eigener Erfahrung, sei es auch aus den vielen Erfahrungen unserer Klienten. Und da gibt es ja einfach ganz viele Begriffe oder es gibt ganz viele Mechanismen und Wirkungsweisen, die einem dann schon bekannt sind, die vielleicht aber unserer Fragestellerin oder unserem Fragesteller noch nicht bekannt sind, weil die Person einfach mittendrin steckt und sich noch nie mit dem Thema eigentlich bewusst beschäftigt hat. Und das wäre dann eben nicht nur eine Meinung und Haltung, sondern da steckt auch Wissen dahinter. Also es ist auch Wissen, was wir uns im Laufe der Zeit angeeignet haben. Also ich habe zu dem Thema sehr, sehr viele Videos geguckt. Ich habe auch mal das ein oder andere Buch, nicht von hinten bis vorne, aber mal reingelesen, Artikel gelesen und so weiter, weil das ein Thema ist, was ja auf uns als Berater und auch als Menschen trotz allem auch immer wieder zukommt, ne? Weil es zum Beispiel ein Thema ist, was uns alle eigentlich begleitet, ne? Aber jetzt in der extremen Form, ne? Wenn es jetzt vielleicht sogar um richtige Gewalt geht oder richtigen Missbrauch, ob der mental ist oder körperlich, ne? Und genau, dann hat man eine Haltung. Jetzt könnte man die Karten ziehen. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du die Karten erstmal nicht aufdeckst, sondern dass du dann zum Beispiel deine Positionierung auch klar machst der Person gegenüber, wie du das siehst. Und jetzt kann das ja durchaus sein, Kirsten, das wirst du ja vielleicht schon erlebt haben, dass die Karten, ja, was bedeutet das denn eigentlich, wenn man sagt, die Karten liegen ja eigentlich gar nicht so schlecht da? Da muss man ja auch mal was zu sagen. Und die sind dann vielleicht gar nicht so das, was die Person beschreibt, sondern ja möglicherweise auch das Wunschdenken der Person oder... Naja, das zeigt ja schon was an, ne? Wenn die Karten da jetzt erstmal sehr positiv für diese Beziehung liegen. Aber wir ganz genau wissen, dass das eigentlich der Person nicht gut tut und dass sie am besten so schnell wie möglich da raus müsste. Wie gehst du damit um? Ja, das ist dann Wahlprognose gegen Wahlergebnis, würde ich sagen. Das ist cool. Ja. Nein, tatsächlich ist mir das... Das sagt dann natürlich meistens sowas wie, ja, soll ich es nochmal versuchen oder was kann ich denn tun, damit das jetzt von jetzt an toll wird oder so. Genau. Und ich recht eher, dass das wahrscheinlich auch in die Grütze gehen wird. Aber in den Karten liegt, probier es nochmal. Genau, so ist es halt. Und oder in den Karten, als mir genau. Probier es nochmal. Du hast gerade ein hübsches Video über den Gehängten gepostet. Ach, und ja. Eigentlich thematisch gerade dann zum Thema. So. Situation. Und ich kann weder der Person eine Entscheidung abnehmen, noch kann ich ihr aufgrund der Karten sagen, das ist jetzt alles durch. Mhm. Es spielt die innere Haltung der Person da, die gegenüber sitzt. Und meinen Wissensrat abholen, den ich mir erarbeitet habe, dadurch, dass ich das lange mache und auch selbst Erfahrungen gemacht habe, wie du es auch beschrieben hast. Aber die Karten, wenn wir den spirituellen Aspekt der Karten berücksichtigen und sagen,
Daran will ich mich auch orientieren. Dann muss sie jetzt überlegen, ob sie das wirklich tun will. Und ich werde natürlich versuchen, Worte zu finden, die ihr helfen, da eine Entscheidung zu treffen, die einfach, ja, sie nicht ewig in der gehängten Situation hängen lässt. Genau. Oder so den geringsten Schaden wie möglich halt dann wenigstens nach sich zieht, ne? Also, ja, genau. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Moment, Melli. Die Maria schreibt gerade sehr richtig, das ist auch etwas, was ich darüber denke. Vielleicht braucht man das dann als Lernprozess, um nicht wieder dieselben Fehler zu machen. Na, Genau, das ja, tatsächlich ist absolut so. durchaus Absolut. kann. Genau. Manchmal ist es so, man weiß ja auch schon, das ist dann nämlich übrigens Wissen, ne? Also man weiß ja zum Teil auch schon, also wenn wir jetzt mal über systemische toxische Beziehungen reden, wobei das ja eigentlich gar nicht unser Thema war, aber es ist ein interessantes Thema in dem Zusammenhang, dann ist es halt eben so, dass wir, klar, oft kommt der Gehängte auch, wenn eine gewisse Obsession besteht oder eine gewisse Abhängigkeit und auch ein immer wieder dieselben Fehler machen und es nicht einsehen wollen, weil man einfach auch noch nicht so weit ist. Und der kann da schon kommen, natürlich. Es können aber auch, es können wunderbare Karten kommen, wo man sagt so, ach guck mal, da liegen jetzt sogar noch die Liebenden, oh Gott weiß das. Und das zeigt eigentlich nur uns als Berater erstmal oder auch uns als Mensch, wenn wir dann die Karten auch für uns selber befragen, wie stark erstmal unsere Gefühle sind und wie in dem Fall wahrscheinlich auch erstmal unwahrscheinlich das ist, dass wir uns trennen werden, auch obwohl wir es besser wissen. Ne? Wie du gesagt hast, das zeigt halt ebenso auch die Einstellung der Person, die Haltung der Person, die Gefühle der Person. Und man kann schon, ich finde, das kann man schon sehr, sehr gut an Gewissenlegungen ablesen. Also wie bereit ist die Person zum Beispiel aus so einer Beziehung rauszugehen, das kann man sehr, sehr gut an so einer Legung ablesen. Und wie gesagt, wenn dann halt eben da so Friede, Freude, Eierkuchen liegt, aber wir eigentlich schon wissen, wir wissen ja, es ist nicht so. Also die Person sitzt vielleicht sogar mit einem blauen Auge vor uns oder so, als Beispiel. Ja. Sei Dank noch nicht. Aber ich muss noch mal Nee. Ach, werfen, hatte ich auch schon doch eine. weil Köln Sehnsucht schreibt, das ist total auch wichtig, das hat auch mit Wissen zu tun. Man kennt ja in der Regel auch nur eine Perspektive, ne? Und das ist nochmals etwas, was ich mich auch immer mehr hinterfrage, wenn ich berate, inwieweit ich der Person, die vor mir sitzt, denn alles glauben kann, was sie mir erzählt. Ganz sowieso. Genau. Oft, das kommt ja dann auch in den Resultaten hervor, ne? Dass dann die Leute erstmal nach einer Beratung einen beschimpfen manchmal und sagen, hey, das stimmt doch überhaupt nicht hier und bla und blub. Und später, wenn ich dann die Situation komplexer verstehe, dann kristallisiert sich heraus, wo das eigentlich hinging. Und da habe ich jetzt gleich wieder ein Thema, was wirklich auch eins ist, bei uns wir uns mal unterhalten könnten, nämlich berate ich nur mit Vorabinformationen oder ohne? Ich mache ehrlich gesagt immer ohne. Aber da bin ich auch schon, naja, mit reingefallen. Aber Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt. Melanie macht es ohne. Ja, aber nur bei der Beratung. Okay, naja gut, man hat ja natürlich auch Klienten, die man, also ich habe einige Klienten, die ich seit Jahren schon begleite, also die wirklich schon seit Jahren immer mal wieder, mal mehr, mal weniger meine Hilfe in Anspruch nehmen, meinen Rat in Anspruch nehmen, wo man auch teilweise richtig tolle Entwicklungen sieht bei den Menschen und wo man wirklich sieht, dass es auch eine Reise ist. Und da weiß man natürlich vorab schon ein bisschen was. Also wenn ich jetzt eine Person habe, die ein, zweimal im Monat zu mir kommt, dann kenne ich ja schon die Situation. Da kann man jetzt nicht sagen, ich habe keine Vorinformationen, wobei auch da ich ja manchmal gar nicht weiß, was ist jetzt der aktuelle Stand. Und dann sage ich, pass auf, erzähl mir jetzt erstmal nichts. Ich möchte erstmal so gucken. Ich mache das gerne, dass ich so gucke. Und dann halt eben noch mal ein Feedback geben lasse. Und wie du sagst, manchmal deutet man und dann kristallisiert sich das natürlich erst mit dem Hintergrundwissen auch heraus, was die Karten wirklich bedeuten. Weil unsere Karten einfach ein Riesenspektrum auch haben. Das sind ja Analogien im Prinzip. Man muss ja da auch immer das Richtige finden. Und natürlich, je mehr Hintergrundwissen wir haben, wiederum, desto einfacher und noch klarer wird der Rat der Karten. Das ist ja auch irgendwie toll. Dadurch lernen wir ja dann auch wiederum die Karten kennen, auch, sag ich mal, anwenden, indem wir uns solche Beispiele dann auch merken. Ne? Aber das gehört zu einer Beratung dazu, finde ich, wie du gesagt hast. Also man kann da auch mal daneben liegen oder man kann mal was sagen, was die Person erstmal gar nicht für sich akzeptieren kann. So ist es ja eigentlich. Und dann geht man in einen Dialog und der findet eben über die Karten statt, aber es hat nicht nur mit den Karten zu tun, ne? Sondern es ist dann wirklich auch der Austausch von Informationen, der auch noch mit reinspielt, ne? Über die jeweilige Situation. Aber ich habe es eigentlich ehrlich gesagt ganz oft, dass das jetzt
gar nicht so überraschend ist, was da liegt. Ich weiß, es ist die Überraschung, dass ich es weiß mit den Karten, ohne Hintergrundinfos, wenn es jetzt eine neue Person ist. Aber sonst ist es eigentlich so, ja, die Person sagt meistens so, ja, wie du das jetzt hier sagst, das habe ich eigentlich auch schon für mich erkannt. Und ich brauche vielleicht von dir nochmal so die letzte Bestätigung oder so einen Impuls, ob ich es jetzt wirklich schaffe oder wo sind auch meine Fallstricke. Weil gerade bei diesem Thema steige ich in eine toxische Beziehung ein, ja oder nein, weil viele wissen es vorher schon. Und das ist übrigens intuitiv. Ne? Ganz ohne Karten wissen wir auch schon, das wird uns jetzt wahrscheinlich nicht so gut tun. Und dann haben wir trotzdem, wir haben ja die Wahl, ne? Die Karten zeigen nur so, wie ist so unsere Einstellung dazu, dann können wir das reflektieren. Also die Person, die halt eben fragt, und dann kann ich auch sagen, naja, hier, da und da sehe ich halt auch einen gewissen Reiz. Ne? Manchmal mache ich auch Reize klar, die der Person erstmal noch gar nicht klar sind. Ne? Dann, damit sie sich dann wirklich ganz bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann, wenn wir das Thema jetzt mal nehmen. Okay. Maria hat gerade mich gefragt, wie ich das mache, also ob ich ohne oder mit Vorinfo in ein Gespräch gehe. Also es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich lasse eigentlich die Person, die zu mir kommt, ich eröffne mein Gespräch immer mit der Frage, was machen wir heute? Und dann wird die Person entweder in einen Redeschwall ausbrechen, den ich dann Melanie-esk bremsen muss irgendwann. Oder aber sie sagte, ja, das ist doch, das ist, du musst mir was sagen hier. Und dann mache ich halt das. Ne? Aber Maria, ich finde es schon auch wichtig, den Themenkreis einzurechnen. Vor allem, ich mache ja auch viele so Kurzberatungen in Buchhandlungen und so. Und da kann ich den Leuten nichts vom Pferd erzählen. Ich mag auch nicht so den Rundblick ohne Vorinformation, sondern ich sage dann schon, also, um welches Thema geht es denn jetzt hier genau? Und ich sage den Leuten immer, beschränkte Zeit. Also überlegt euch gut, ob ich hier labern soll oder ob ihr mir gleich sagt, wie es geht. Ja? Und ich erkläre auch, dass ich halt in einem, dem beschränkten Rahmen, den ich habe, ein Thema, das wirklich wichtig ist, nur erörtern kann, wenn ich ungefähr weiß, um welches Thema es geht. Ganz genau. Aber auch, wenn sie sagen, mir geht es um die Beziehung, da werde ich dann auch nochmal nachfragen, Auf jeden Fall. ist, oder Partnerschaft, ja, weil ich das schon wichtig finde, weil einfach, ich bin ja keine Hellseherin, aber da reicht es mir auch. Das finde ich Und interessant. Ich glaube, da bist du sehr freundlich zu deinen Kunden, weil ich bin da so, wie du zu mir dann oft im Leid bist. Wenn einer jetzt mit so einem Redeschwall, also klar, wenn einer das unbedingt, ich mache es eigentlich wie du, ne? Aber ich sage, hier, pass auf, du kannst, darfst nachher reden. Also ich will immer zuerst reden. Nein, aber die Person ist ja vielleicht auch zu mir gekommen, um mit mir zu reden, das stimmt. Und manchmal ist auch meine pure Anwesenheit, ich kenne das auch von mir, wenn ich manchmal irgendwie ein Thema habe, dass ich dann zu einem Therapeuten oder irgendwo hingehe und dann sage, oh Mann, allein schon hier zu sein, tut mir gut. Aber es ist halt eben so, die Person kommt ja wirklich zu mir auch, um meinen Rat zu erhalten. Und je, genau, und je mehr die Person redet, das geht halt alles von der Zeit ab. Und darauf weise ich auch hin, wobei die meisten, wie gesagt, kenne mich schon, wenn es jetzt neue Leute sind, dann nur wenn die unbedingt wollen, dann natürlich, dann sage ich jetzt nicht, nee, du musst aber jetzt still sein, sondern wenn die Person sagt, ja, ich würde jetzt gerne, ne, dann dürfen wir es natürlich. Aber manchmal ist das ja auch nur ein Wiederholen der Schleifen, in denen man sich schon seit Wochen befindet, ne, und nicht irgendwie eine Information, die mir jetzt direkt weiterhilft, ne. Und deswegen habe ich, weil ich mich da auch manchmal so früher, ne, dann eher verzettelt habe und dann so noch mehr auf die Person eingehen wollte und so und das dann so ausgeufert ist, habe ich mir irgendwann, das ist schon 25 Jahre her, aber habe ich mir irgendwann gesagt, so, eigentlich will die Person was von mir wissen, will wissen, was die Karten sagen. Und deswegen ist es jetzt gar nicht so wichtig, das, was wir schon wissen, immer noch wieder zu kauen und halt eben das zu wiederholen, sondern erstmal zu schauen. Dann können wir immer noch das in Abgleich bringen mit dem, was in der Person halt, sag ich mal, gedanklich und gefühlsmäßig vorgeht oder was ich dann halt auch da drin sehe, ne? Ich würde gerne noch mal auf Maria eingehen. Und während ich das tue, du hast ja gerade von Verzetteln geredet, kannst du ja mal auf deine Zettel schauen, was du mich eigentlich alles fragen wolltest. Du hast ja so Was gut. ich sagen wollte, nicht was ich fragen wollte. Aber Maria, das mache ich auch, was du da beschreibst. Es gibt so einen Typus, der in die Beratung kommt und der setzt sich so skorpionisch vor mich hin. Ja. Hat so sein Pokerface auf und sagt, mach mal so nach dem Motto. Also sagt ja nicht mal was, sondern
Ich bin dran und es gibt einen. Arbeite ich nicht, so arbeite ich zum Beispiel nicht. Also wenn das aber einer mit mir macht, ich kann sagen, okay, also Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, aber dann sage ich hier, pass auf, wir können jetzt hier Rätselraten machen. Ich kann ja wahrscheinlich auch relativ viel sehen, aber besser wäre, wenn du dein Geld wirklich also gut anlegen möchtest, dann komm bitte zum Punkt und sag mir ganz konkret, was sind deine Fragen zu diesem Thema, was du hast. Du musst mir keine Hintergründe nennen, aber sag mir ganz konkret deine drei oder fünf wichtigsten Fragen, weil je konkreter deine Frage ist, desto besser kann ich dir antworten. Und wenn jetzt einer da sitzt, ja, aber ich will nichts sagen. Also die Fragen muss ich schon wissen. Und wie du gesagt hast, wenn man jetzt das Beziehungsthema nimmt, das ist. Gesagt. Ich habe ja noch nicht Was? zu Ende geredet. Ich hätte gerne meinen Satz beendet. Mach bitte. Okay. Gut. Das hat die Widderenergie mit der dem Waage-Aszendenten hier. Ist eine schöne Kombi. Also, wenn diese Person dann so vor mir sitzt, wie ich es beschrieben habe, werde ich als Waage-Aszendent trotzdem freundlich sein und sagen, dann machen wir hier halt mein Ex-Freund würde es die Panty-Popper-Legung nennen. Und ich lege eine Legung, die ich dafür habe. Die besteht aus 11 Karten. Die könnt ihr euch übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von mir ansehen. Da habe ich sie mal erklärt. Und da kann ich dann, genau wie Maria das beschreibt, die Grundthemen sehen. Und ich finde es wichtig, solche Menschen, die so ein Misstrauen auch signalisieren, erst einmal zu beruhigen. Das mache ich mit. Und dann sind sie so verblüfft, dass sie tatsächlich anfangen zu reden. Also das ist meine Herangehensweise. Ja, gut. Ich sehe gerade auch ein paar Kommentare, die ganz witzig sind. Ich habe bestimmt den Pluto auf deinem Aszendenten, ne? Müssen wir mal demnächst gucken. ja, was soll ich dazu sagen? Finde ich gut auf jeden Fall, ne, wie du das machst. Und ich finde es überraschend, weil ich überlege halt gerade, ich habe nicht so viele Leute, die da so, wie du sagst, so skorpionmäßig oder so misstrauisch. Ich weiß nicht warum, aber das passiert mir gar nicht so häufig. Ne? Eindruck, wenn du da in deiner ganzen Präsenz sitzt, dass sich niemand traut, so vor dir zu Ich sitzen. weiß nicht. Naja, ich habe das Eherkissen, wo ich das eher habe. Ich hab ja, arbeite jetzt ja nebenbei noch auf einer Line. Das ist einfach mal für mich ausprobieren wollte. Das passiert jetzt nicht so viel. Man ist mehr angemeldet, als dass jetzt da Gespräche kommen. Aber ich habe schon auch Leute, die jetzt immer wieder anrufen. Und da ist es natürlich so, das muss ja ganz, ganz schnell gehen. Und die Leute sagen im Prinzip gar nichts über sich. Die kommen aber sehr schnell zum Punkt mit ihren Fragen, weil die wollen keine Zeit verlieren, weil es ja auch sehr teuer ist, ne? Und da ist das dann eher schon so, dass ich da richtig, ja, ich sag mal, im Ungewissen mich befinde, und dann halt eben wirklich nur noch auf die Karten und das, was ich so höre, na, bei mir ist ja eher so Kanal Hellhören, sage ich mal, aktiviert, ne, also schon Intuition auch. Und das ist gar nicht so leicht. Ne? Also obwohl ich jetzt schon so lange Karten lege, ich finde es gar nicht so leicht, das dann so zu machen. Aber wenn jetzt einer wirklich zu mir kommt oder ein Kundin, Kunde von mir ist, dann, wie gesagt, deine drei oder deine fünf wichtigsten Fragen, weil so kommen wir zum Punkt, ne? Weil alles andere ist Rätselraten. Also das kann man auch und die werden dann auch überrascht sein, dass man, wie du, ne, die Themen, die man erkennt und so, da erkennt man schon trotzdem viel, auch wenn man keine Fragen hat. Und trotzdem ist es halt wirklich direkter und schneller auch, ne, wenn man konkret was wissen will. Ne? Ich sag halt, ich fand das so witzig, wie die Maria hat das, glaube ich, geschrieben. Ich muss mal gerade das hier. Oh, ich muss mal gerade erstmal lesen, was hier. Genau, Maria, wenn ich dir den Link schicken soll, schick mir doch bitte einfach eine private Message hier auf Insta, dann schicke ich den Link da rein, weil ich habe den jetzt sofort nicht parat. Und du hast gelesen in der Zwischenzeit. Ja, es ist wieder Kritik an mir mit meiner Überschwänglichkeit, aber es ist nicht schlimm. Nein, es ist ja witzig. Ich freue mich ja auch, es soll ja auch ein lebhaftes Gespräch sein. Das Und ist es. Na ja, genau. ich bin auch durchaus fähig, Menschen zu unterbrechen, so nicht. Kann auch Menschen zuhören. Ja, aber was war denn jetzt auf den Zetteln, die du da geschrieben hast? Das ist alles Mögliche. Also ich habe einfach mal das Thema Wissen und Intuition gegenübergestellt, ne? Und bin erstmal vom Wissen ausgegangen. Das sind aber eigentlich Sachen, die wir auch schon wissen, ne?
Und was mir aufgefallen ist, halt eben beim Vorbereiten ist, wenn man ja jetzt beginnt, Tarot zu lernen oder wenn man auch schon vielleicht länger dabei ist, ne, dann ist es immer so diese Intuition ist ja immer das, was man so erstrebt, ne? Also man sagt, also die meisten vielleicht, also gut, es gibt auch welche, die sagen, ich erstrebe jetzt, ich will möglichst viel Tarotwissen haben und Intuition ist mir nicht wichtig. Aber wir wissen alle, dass so diese Kombi aus beidem halt wirklich so die Kunst des Kartenlegens vielleicht auch ist. Und manche sagen dann auch, ja, ich habe da nicht so einen Zugang, ich kann das irgendwie nicht so. Ne? Und da wollte ich mal sagen, dass es einfach gerade für den Anfang, aber auch so, finde ich, dass das Wissen etwas ist, also was es wirklich auch, was wirklich wichtig ist, sich anzueignen, auch wenn man gerne fantasievoll, kreativ und intuitiv deutet. Weil ich sag mal so, man kann mit sehr, sehr viel gutem Wissen eine und ohne Intuition eine tolle Beratung machen. Aber nur mit Intuition, ohne das Wissen, ohne das Hintergrundwissen, würde ich sagen, es ist jetzt halt, ich weiß nicht, ob die Bewertung so korrekt ist, aber würde ich schon sagen, es ist schwieriger und ist auch, trifft man vielleicht gar nicht unbedingt so den Punkt. Und das heißt, so sich dieses Tarotwissen anzueignen, das kann sehr viel Halt auch in Halt bedeuten beim Deuten, eine Sicherheit geben. Und auch vor allem, wenn mal die Intuition versagt, kann man immer darauf zugreifen. Und da wird man auch, also so gut wie nie, wenn man da ein umfangreiches Wissen hat, da kann man eigentlich nie was falsch machen, ja. Also außer dass dann vielleicht der Mensch, dass es vielleicht sich ein bisschen so, nicht statisch, aber so ein bisschen mechanisch anfühlt, ne, wenn man das dann so gesagt bekommt. Aber Wissen ist, also Tarot-Wissen ist eigentlich so erstmal das A und O. Und dann kann man später, finde ich, früher oder später einfach die Intuition mit hinzunehmen. Ich Ja. habe ja jetzt. Habe ja erzählt, dass ich früher zum Beispiel, als ich halt noch gar nicht Karten deuten konnte, so am Anfang habe ich da wirklich mit dem Buch gesessen und so einfach abgelesen. Und das hat alles gestimmt. Also da, ne, das war alles, was in Hajos Buch stand, war so für mich so, ach, guck mal, und die Leute haben gesagt, ja, wow, ne, was da im Buch steht, das stimmt. Und deswegen würde ich sagen, dass das Tarotwissen wirklich etwas sehr Wichtiges ist, weil manchmal habe ich heutzutage, du hast ja gesagt, die Bücher werden dünner, ne? Es kommt vielleicht mittlerweile auch wieder ein bisschen zu kurz. Man geht, also die meisten gehen zu schnell dazu über, zu denken, dass sie die Karten wirklich deuten können. Ne? Und das ist einfach trotzdem immer noch jahrelange Erfahrung, jahrelanges Wissen, jahrelanges Studium. Gut, klar kann man das auch intensiv betreiben, aber und dann wird es auch oberflächlich, finde ich. Ne? Also wenn man da zu schnell, zu intuitiv rangeht und einfach nur guckt, was auf der Karte ist. Ne? Also weil dieses ganze psychologische Hintergrundwissen, ich habe da auch ein paar, also ich sag mal schon, so wird schon sein, ich habe ein paar Jahre gebraucht und man ist ja immer noch dabei, das wirklich in der Tiefe zu verstehen, wenn man jetzt die große Arkana zum Beispiel nimmt, ne? Und auch die ganze Symbolik oder alles, was in den Karten steckt, da kann man eigentlich immer wieder was Neues auch lernen, ne? Und es ist eben sehr, sehr wichtig. So ein bisschen, um die Leute zu beruhigen, die sagen, ich habe irgendwie keine Intuition, ich bin sehr analytisch. Ich habe wirklich tolle Menschen auch in meinen Kursen gehabt, die ganz analytisch an so eine Legung drangegangen sind. Also die da einfach wirklich kombiniert haben, die das Wissen wirklich ganz konkret angewendet haben, auch so ausschlussverfahrenmäßig gearbeitet haben und die tolle, wirklich tolle Deutungen gemacht haben. Ne? Nur mal so Wissen, Intuition. Also man braucht die Intuition nicht unbedingt. Ja, Behaupte ich. also ich bin ja, das haben wir letztes Mal nicht gemacht, zum Kartenlegen dadurch gekommen, dass ich das total schwachsinnig fand, alles, was da meine Freunde mit dem Kartenlegen und B, ich hätte, glaube ich, nie mit dem Kartenlegen angefangen, wenn ich nicht das Thought Stack gefunden hätte, in dem Wörter standen. Okay. Sprache und das Lesen mehr fasziniert hat als Bilder. Und ich habe am Anfang meiner Tarotlegungen nie auf die Bilder geschaut, sondern immer nur die Wörter gelesen und da Witzig. meine Deutungen gezogen. Im Laufe der Zeit habe ich immer mehr dann auch mir die Bilder dazu angesehen, habe natürlich auch viel darüber gelesen und mich mit Menschen ausgetauscht. Und auf einmal hat sich dann mir eine auch neue Dimension des Kartenlegens erschlossen. Aber was ich damit sagen will, ist, Intuition ist tatsächlich nicht das Wichtigste beim Kartenlegen. Die entsteht immer mehr durch all das, was du am Anfang auch gesagt hast und dadurch, dass wir das Zusammenspiel der Karten besser verstehen als am Anfang. Ne? Am Anfang ist es ja nur Position A, okay, das, Position B, okay, das. Aber das Zusammenbringen fällt den Leuten ja immer am allerschwersten. Und erst wenn wir das kapieren, wenn wir die Bilder miteinander vernetzen und sich daraus eine Geschichte webt, dann verstehen wir das, glaube ich, wirklich richtig gut. Und dahinter sind dann noch andere Dimensionen, die mit kabbalistischen, astrologischen oder sonst was Themen zu tun haben. Aber ich glaube auch, dass wir nur
durch Wissen, Weiterbildung und Horizonterweiterung. Da hat Schlafmütze dazu was ganz Wichtiges gerade geschrieben, nämlich dass nur noch im eigenen Wohl, Selbstwohlgefühl suhlt. Nur wenn wir uns einen größeren Raum schaffen und unsere Perspektiven eröffnen, auch anderen Menschen gegenüber, können wir gute Beratungen machen. Ja, genau. Stimmt. Stimmt. Woran muss Mensch alle Zahlen, Buchstaben und Zusammenhänge kennen? Ja, ich bin jetzt nicht der Vertreter von, man muss die Kabbala kennen, um Tarot zu verstehen. Ich auch Das nicht. ist auch das, was ich denke. Aber die Leute, also die Decks, mit denen die meisten Menschen arbeiten, Wade Smith, Harris Crowley, haben halt kabbalistische Hintergründe, weil das Hardcore-Kabbalisten waren. Und daher macht es Sinn, sich mit der Kabbala auseinanderzusetzen, auf jeden Fall. Das denke ich. Ja, jeder so wie er möchte. Es gibt genug, sag ich mal, Wissen, was darin enthalten ist. Und genau, und alleine das Tarot-Wissen an sich, also die Symbolik und so weiter, das würde auch schon ausreichen, wenn man das schon beherrschen würde, sag ich mal. Oder auch die Numerologie, die da drin steckt zum Beispiel. Das ist einfach unheimlich viel. Also, ne, nicht jeder muss sich mit Kabbala so intensiv beschäftigen, wenn er das nicht möchte. Ne. Man kann trotzdem eine gute Deutung auch ohne das machen. Aber je mehr man weiß, sag ich wirklich, desto besser. Es ist auf jeden Fall wirklich desto besser. Und desto ausgefeilter werden die Deutungen, desto mehr, wie du gesagt hast, Dimensionen erschließen sich dann auch wiederum dadurch. Ne? Ja. Ja, wir haben schon zwei meiner Zettel abgearbeitet. Es ergibt sich ja auch immer so, ne? Von selber. Ich schaue mal ganz kurz. Achso, nee, die Marion hatte eben noch was gesagt mit dem Wunschdenken, wobei das, also dass man dann auch zu sehr im eigenen Denken oder im Wunschdenken festhängt. So habe ich das verstanden, wenn man nur so intuitiv deutet und das Wissen nicht so oder das Wissen auch nicht erweitert, ne? Und ich finde halt immer, bei dem Thema Wunschdenken möchte ich schon noch mal was sagen, weil es ist unheimlich wichtig, über eine Tarotlegung auch das eigene Wunschdenken zu erleben und zu erfahren und wiedergespiegelt zu bekommen. Das ist eigentlich sogar gewollt, dass, aber mit Wunschdenken meint Marion wahrscheinlich auch noch was anderes, dass man halt einfach was reinprojiziert, was nicht da ist, ne? Was meinst du mit Wunschdenken? Mit Wunschdenken ist zum Beispiel auch, mit Wunschdenken meine ich eher so Wunschdenken oder Wünsche, also Wünsche und Absichten der Person eher das. Also jetzt nicht Wunschdenken im Sinne von ich träume oder schon auch ich träume von etwas. Also das, was hier liegt, ist auch etwas, wenn es so wäre, dann würde ich das auch schön finden, dann würde ich das in meinem Leben begrüßen. Wenn aber dann die Realität total anders aussieht als das, was die Karten dann gerade zeigen, das wäre ja auch wieder so ein Fall. Dann würde das bedeuten, dass da vielleicht auch wie so ein Weg entlang geht für die Person, dass Tarot auch als Inspiration gesehen werden kann. Ne? Manchmal kann man ja gar nicht glauben, wie gut die Karten sind, die vor einem liegen. Und es ist schon auch relativ häufig so, dass Karten einen auch auf einen gewissen Weg bringen oder auch einen inspirieren, ermutigen wollen, was ja auch total schön ist. Und deswegen geht das auch schon mal, manche glauben, dann können dann ihr Glück gar nicht fassen und sagen dann, das würde ich mir wünschen, wenn das so wäre. Und wenn das aber dann auch so widergespiegelt liegt in den Karten, heißt das auch, also es ist schon möglich, ne? Dann mit dem Hintergrundwissen der Situation kann man dann teilweise auch Menschen wirklich ein bisschen Schubs geben, ermutigen, sagen, guck mal, das liegt hier und vielleicht gehst du wirklich mal einen kleinen Schritt in diese Richtung. Weil es könnte wirklich gut sein, ne? Deswegen ist Wunschdenken darin zu sehen, Wunschdenken im positiven Sinne, ne? Also es das heißt Wünsche, Bedürfnisse, Absichten, Träume. Das ist nicht schlimm, wenn das halt eben auch dadurch widergespiegelt wird, ne? Aber ich glaube, da war das negative Wunschdenken gemeint, ne? Projizieren und dann in irgendwelchen Träumen hängen bleiben, ne, die nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, was habe ich noch gesagt? Habe ich alles schon gesagt? Ja, Kirsten, rede weiter. Erzähle Ja, von. ich frage mich gerade, was noch zu sagen wäre zu diesem Thema. Das Wunschdenken habe ich jetzt. Ich finde es gerade schwer, über Wunschdenken zu reden, weil ich gerade mich in einer Welt befinde, die so ganz anders als dem meines Wunschdenkens entspricht. Und Okay. deswegen gerade so ein Thema, was mich so ein bisschen triggert, muss ich sagen. Okay. Auf der anderen Seite hatte ich vorhin einen Gedanken. Du hast ja von der Laien gesprochen.
Wie ist es denn so für dich, wenn du den Unterschied hast zwischen Menschen, die vor dir sitzen bei der Beratung und du mit ihnen die Karten betrachtest, also auch Intuition und Wissen, manchmal haben die Ahnung vom Tarot, manchmal haben die keine Ahnung vom Tarot, und wenn du da in der Laien bist und alleine für dich die Karten ziehst, was macht das einen Unterschied für dich? Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen, weil ich habe ja auch eigene Leute, die mich nicht über die Line anrufen, sondern mich anrufen. Da habe ich aber dann halt mehr Zeit, ne, mich auf die Person einzustimmen. Was mich verunsichert, ist wirklich, wenn ich selber also wenn ich das Gefühl habe, ich stehe unter Zeitdruck und ich habe jetzt vielleicht nur 2 Minuten und es kann auch sein, ich sage was und die Person knallt einfach den Hörer ab. Alles schon vorgekommen, obwohl die dann wieder angerufen haben, ne? Aber Bei das noch ist halt das. Sekunden, bei 1 Minute 59 wird dann aufgelegt, ja. Genau, ne? So. Oder man wartet, da ist es ja oft so, dass man wirklich wartet, bis das Gespräch halt, also bis das Guthaben dann auch weg ist. Sie haben noch 2 Minuten, dann bums, ne? Das ist schon, das ist halt so, habe ich ja jetzt erst seit September mache ich das und auch nicht, also ich habe im Prinzip jetzt vielleicht stundenmäßig 4 Stunden oder so. Also 4 Stunden Gespräche gehabt, was aber viel ist, weil wenn du immer nur so 2 Minuten oder 10 Minuten hast, dann läppert sich, also sind schon einige Beratungen zusammengekommen. Und das ist für mich, ich mache das einfach, weil ich ein Interesse, also weil ich diese Erfahrung jetzt mal machen will. Und da merke ich schon, dass es auch nur in mir als Kartenlegerin, obwohl ich so lange schon als Kartenlegerin ja arbeite und bin, existiere, dass es mich wirklich auch verunsichert, dass ich es krass finde. Ne? Du kriegst wirklich nur die Frage gestellt. Du siehst die Person nicht, du hörst eigentlich, du weißt nichts über die. Und dann sagst du, dann musst du dich komplett auf das verlassen, was die Karten sagen. Das ist wirklich, also. Meistens klappt es, ne? Aber ich habe auch nicht immer ein gutes Gefühl danach, vor allem wenn so eine Beratung sehr, sehr kurz ist oder wenn die Person dann erstmal den Hörer aufknallt, weil sie vielleicht ihr Guthaben noch sparen will oder so. Wenn dann natürlich die Person nochmal anruft bei mir, dann weiß ich, okay, es war ja wohl doch nicht so schlecht, was ich gesagt oder ne, gesagt habe oder empfohlen habe. Aber das ist ein ganz anderes Arbeiten. Es ist auch nicht so ein würdevolles Arbeiten, finde ich, weil natürlich, wenn der Mensch. Das Schönste ist eigentlich für mich nicht immer, aber das Schönste ist eigentlich, oder das am besten bin ich, glaube ich, schon, wenn der Mensch vor mir sitzt, weil ich eben dann nicht nur auf die Karten schaue, sondern ich nehme den Mensch wahr in seiner Ganzheit. Ich nehme seine Optik wahr, ich nehme seine Stimme wahr, ich nehme seine Schwingung wahr. Das ist wirklich krass, weil da kommt ganz, ganz viel Information immer auch noch rüber. Und wenn die Leute fragen, ja, aber das hast du jetzt nicht in den Karten gesehen, sage ich, nee, das habe ich jetzt so wahrgenommen an dir. Oder ich sage das auch dann, wenn ich es vergesse, dann werde ich darauf angesprochen oder ich sage es auch. Und das habe ich am Telefon, wenn ich jetzt meine Kunden oder neue Kunden, wo ich Zeit habe, da kann ich mich auch einstimmen. Übers Hören geht ganz viel bei mir. Aber wie gesagt, wenn das dann so richtig, ja, so kurz und knackig oder so auf Events, ne, wo du wirklich die Person ja auch nicht kennst und dann geht das ganz schnell, zack, zack, in 5 oder 10 Minuten musst du fertig sein. Das hat nochmal eine andere Qualität, ne? Aber klappt durchaus. Also ich komme mit allem klar, sag ich mal. That Irish Witch, auch ein sehr schöner Name. Damit ist gemeint, dass Melanie sich bei einer Telefonhotline angemeldet hat. Ich weiß jetzt auch nicht welche, um da Karten zu legen. Ich habe das auch viele Jahre gemacht. So 2000, 2004 oder 2005 habe ich mich damals angemeldet. Habe das dann so ungefähr 5 Jahre lang gemacht. Wahnsinn, echt? Ja, es war nie mein Hauptgeschäft, aber ich bin auch nie besonders aufgestiegen, weil ich halt eben genau nicht die schnelle Ja-Ja-Ja-Antwort hatte. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und was ich total hilfreich finde, ich mag es, wenn ich die Person nicht sehe, weil ich über die Stimme noch mal was ganz anderes mitbekomme, als wenn ich ein Bild von der Person habe. Und habe das auch gelernt, mich dann besser noch zu fokussieren auf das, was los ist. Meine Frage war ja eigentlich, wie empfindest du das, wenn die Person die Karten mit dir betrachtet, gegen wenn du nur alleine die Karten betrachtest? Also bei mir ist es so, das kommt ja relativ selten vor, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine telefonische Beratung mache, mache ich mittlerweile mit Videocall und ich zeige immer die Karten. Also die Person, ich mache auch oft ein Foto während der Beratung, das heißt, die Person sieht ihre Karten auch. Das ist nicht so, ich mache das ganz oft so. Krass. Krass. Ja.
Ja, aber ich will, dass die Person es auch sieht. Also ich will, dass die Person das sieht, was ich sage, damit die Person das auch nachvollziehen kann. Ne? Oder ich halte es in die Kamera rein oder so. Deswegen passiert das relativ selten. Du machst es Nur halt. Kamera in der Line. Ah, okay, das ging damals nicht. Das ging nur Ach. über das Telefon. Nein, 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 in der, nein, Quatsch. In der, bei der Leine ist es ja, genau, bei der Leine ist es ja so, dass die Leute es auch nicht sehen, Das ne? war ja. Aber viele rufen, ha, jetzt verstehe ich das, ja. Nee, ja, ich finde das, ich find das nicht so angenehm. Also mir ist es ehrlich gesagt schon lieber, wenn der Mensch, der meinen Rat sucht, auch selber die Karten sehen kann, wenn er selber ein Bild von sich bekommt, weil es ist ja ein Bild von dir selber in dem Moment und auch nachvollziehen kann, was ich sage. Deswegen sage ich, ich finde das auf der Leine nicht so angenehm aus verschiedenen Gründen. Und das ist auch mit ein Grund. Nur viele, ich sage ja immer auch dazu, welche Karte ich gezogen habe, und viele, die dort sind, sind entweder selber Kartenleger und kennen dann doch die Karten, also können dann doch was mit anfangen, ne? Auch wenn ich sage, ich habe jetzt das, ich sage immer, was ich gezogen habe, ne? Ganz selten kommt das vor, dass ich da nicht sage, was ich für eine Karte gezogen habe. Es geht bei mir automatisch und deswegen, ja, also es sind sehr, sehr seltene Fälle, von denen du jetzt dann sprichst bei mir, ne? Und das finde ich nicht so, also ich finde es nicht so angenehm. Ich finde es besser, wenn es anders ist. Ich finde besser, wenn wir beide wissen, worüber wir jetzt dann reden, ne? Also ratsuchender Mensch und ich. Wie ist das bei dir? Ja, ich habe gerade noch mal so über das Wissen und Intuition nachgedacht und ob ich immer nur sage, was die Karten da sagen und ob ich nicht manchmal auch versuche, jemanden ein bisschen zu nudgen, ob ich ganz ehrlich immer, nein, das ist nicht das richtige Wort, aber ob ich wirklich, wenn ich so ein krasses Beispiel, wie zum Beispiel bei der Toxic Relationship, ich mag dieses Wort übrigens überhaupt nicht, Ist habe, auch. dass wenn ich die Person vor mir habe, ich wahrscheinlich was anderes sage, als wenn ich die Karten bei mir habe. Nicht, dass ich jetzt sage, also den Rat der Karten werde ich immer wieder geben, ja. Aber dieses Thema mit Wunschdenken und so, das hat mich darauf gebracht. Ich glaube, dass ich das ein bisschen entschleunige, das Wunschdenken-Thema. Aber darüber muss ich jetzt nochmal nachdenken. Das musst du mir vielleicht nochmal nach dem Live erklären, und dann könnten wir vielleicht ein neues Live Glaube damit, ne, dass wir mich nochmal ein bisschen besser verstehen. Aber ja, dieses Thema ist eh ein sehr schwieriges Thema, und Karten eignen sich natürlich wunderbar, um sich auch in Sachen reinzusteigern. Ne? Also, und deswegen ist das dann auch ganz wichtig. Ja, da ist es halt wichtig, dieses Wissen und das Tarot miteinander, das Tarotwissen und die Intuition miteinander zu kombinieren, weil wir können auch nicht irgendwie Menschen in ihr Unglück schicken, oder ich sag schon öfter, das ist öfter auch allein jetzt passiert im Übrigen, dass ich dann gesagt habe, ja, du möchtest ja jetzt eine ehrliche Meinung, du hast eine ganz konkrete Frage gestellt und möchtest eine ehrliche Meinung, ob es jetzt zur Beziehung ist oder Wunschdenken in beruflicher Form oder so. Es liegt ja halt jetzt so nicht, ne? Also man muss ja oft auch Ja und Nein sagen oder relativ schnell zum Punkt kommen, und ja, so ist es halt, ne? Dass man die Karten da schon auch, soll ich sagen, dass man mit den Karten noch doch die Realität aufzeigt, obwohl sie ja eigentlich so ein Bereich sind, der erstmal so mit der Realität nicht so viel zu tun haben mag, ne? Ich Weiß nicht, ob du wollte was meine. eine YouTube-Folge machen. Huch, echt? Was wollte ich denn da sagen? Ihr müsst mal für mich irgendwie so einen Katalog machen von den Dingen, die ich sage, was ich alles machen will, damit ich mich dran erinnere. Ja, tatsächlich habe ich auch ganz selten noch den Fall, dass ich die Karten niemandem zeige, weil die meisten Menschen mit mir zoomen. Ich habe ja eigentlich gar keine Telefonberatung mehr wie früher. Ja, manche. Ja, Videocall, genau. Genau, oder ich mache halt auch Fotos, ne? Ich mache ja auch so WhatsApp-Beratungen und so, und da schicke ich dann immer das Bild mit, Genau. was ich habe, dass die Leute sich das auch ansehen können. Mhm. Ja. Ja, der, wie heißt es, wie heißt er nochmal, Slackpad. Ja, irgendwie gesagt, dass jedes Deck ein Bewusstsein hat und dass man eigentlich dieses Bewusstsein des Decks gar nicht so umfassend ja, erkennen kann, oder dass man dieses umfassende Wissen eigentlich nie so richtig erreicht oder so, so habe ich das verstanden. Guck mal gerade das. Oh Gott, hier sind ganz viele Kommentare. Ich glaube, ich kann das nicht parallel reden und Kommentare lesen. Mach nichts. Wenn etwas ganz dramatisch Wichtiges ist, was du unbedingt beantworten musst, Bescheid. Interessant, ne? Aber das ist halt, man muss es ja auch, ich finde, Kartenlegen hat auch immer mit dem, mit Mut zum, ja, sag ich mal, zum Unperfekten zu tun, ja. Also man kann nicht
Also so allwissend ist man einfach nie, ne? Also es steckt immer mehr in so einem Deck drin, als man dann vielleicht selber weiß, natürlich. Aber trotzdem kann man damit Beratungen machen oder die Karten befragen, ne? Ah, das wünscht ans Universum. Jetzt weiß ich wieder, Nina, alles klar. Und Susanne, existiert denn die mantische Büchse noch? Ich war jetzt lange nicht mehr in der Sternlicht-Community, muss ich gestehen. Vielleicht gibt ihr mich mal updated. Aber Wünsche ans Universum mache ich. Das ist auch ein super, super Thema für die Rauhnächte. Und vielleicht machen wir das auch zusammen, Mandy. Wenn du möchtest, klar. Deine Meinung zu wünschen ans Universum. Ich habe da eine Ah. Meinung, die beliebt ist. Die nicht beliebt ist, oder? Ja. Ja. Naja, genau, das war aber das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also muss man halt vorsichtig sein, ne? Weil man sich ganz schnell, gerade in der Esoterik-Szene, finde ich, ist, also auch auf der Line habe ich das gemerkt, die Berater, die mich dann anrufen, die ja Gott weiß, wie spirituell sind und so, ne? Aber ich meine, guck mal, du hast mich angerufen. Von Mensch zu Mensch, ne? Und nicht als spiritueller Berater, der schon alles weiß und der schon alles Mögliche manifestieren kann, ne? Und die Realität sieht dann auch anders aus. Also ich bin da auch sehr kritisch, was das Thema angeht. Und trotzdem kann man die Karten natürlich, ich denke, das wurde ja früher auch gemacht schon, wirklich auch als Instrument nutzen, wirklich Dinge zu manifestieren. Allein das Wort manifestieren, es gibt so viele Begriffe, da kriege ich schon so einen Würgereiz. Kennst du das auch? Also das ist Manifestieren, toxische Beziehungen, Narzisst. Selbstliebe, glaube ich auch. Nein, ich weiß es nicht. Karmische Beziehung, Twin Flame. Oh, nein. Lass uns nicht davon anfangen. Nee, genau. Wir können ja mal eine Sendung machen zu unseren 10 größten toxischen Begriffen in der Spiritualität. Und wie man sie mit Tarot erkennt, vielleicht? Merkt Spiritualität. euch, schreibt das mal bitte irgendwo auf, ja? Ich glaube, die Idee ist gut. Ich gucke nochmal gerade hier. Ach so, was ist denn hier? Nee, wir können das Werkzeug Karten sehr vielschichtiger nutzen. Weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, müsst du nochmal spezifisch. Gut. Patty ist auch oft in der YouTube-Community bei mir und Patty hat schon sehr, sehr viel Wissen und manchmal in einer Form rüber, die beim Live ein bisschen schwer zu verstehen ist. Also. Ja, nicht schlimm. Also ich freue mich über jede Person, die heute anwesend ist. Es sind 12 Leute da, guck mal, ist doch toll. Ne? Und wir haben echt hier viel Spaß und ich denke, dass wir jetzt so langsam auch zum Ende kommen. Ich Ja. weiß, du musst. Ich muss gleich auch noch weg, Ich habe genau. Ich muss weg. echt Bock, das öfter zu machen, Melli, aber wir beide haben ja echt ein Schedule, der doch sehr anspruchsvoll Ja, ist. du noch mehr als ich, aber es ist halt, eigentlich ist das vormittags ganz gut für mich. Ne? Also jetzt jede Woche würde ich es vielleicht jetzt nicht anbieten wollen, aber ich finde es einmal im Monat schon gut oder zweimal im Monat fände ich auch gut. Also das würden wir bestimmt hinkriegen. Ne? Wir müssen ja nichts versprechen. Also ja, ich denke auch, dass wir fertig sind. Wir haben gar nicht so viel über Intuition eigentlich heute geredet, ne? Oder? Ich finde gar nicht schlimm. Ich. Bitte? Auch nicht so viel über super viel Wissen, aber es war sehr lustig. Ja, genau. Ja, ich hoffe, es hat den anderen auch gefallen, weil uns macht es ja sowieso immer Spaß, miteinander zu reden. Ja, das ist so. Und Rita, freue mich, dass du dabei bist. Hi, eine Astrologin, die Ah. uns hier. Und wir machen auf jeden Fall mehr, ihr Lieben. Instagram ist halt wirklich nicht das Medium meiner Wahl, aber ich habe mir fest vorgenommen, da auch was zu machen. Und mit dir, Melli, macht mir das besonders viel Spaß. Schreibt doch bitte in die Kommentare, Genau, welche Themen wie es dran sind. weitergehen soll. Ne? Ja, und ihr könnt PM schicken, kein Problem, dann nehmen wir das auf. Aber schöner ist es in den Kommentaren, da haben wir es nämlich jederzeit abrufbar, auch beide. Und das mit den 10 Begriffen finde ich sehr lustig. Das machen wir zu Karneval. Ja schon mal. Oder am 11.11. Nee, okay, das ist jetzt zu kurzfristig. Ich bin jetzt wieder gut abgelenkt von den Themen dieser Welt und ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Ganz meinerseits.
Ja, dann gucken wir mal, wie wir dann demnächst weiter in die Tiefe gehen, ne? Genau. Und ich freue mich total, dass ihr so schön mit mir interagiert habt. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für euren Input. Und wir wachsen hier und werden uns immer gut unterhalten. Genau, dein Ach, Schatz, Wort. Alles jetzt klar. musst du das beenden. Ich weiß nicht, wir gucken jetzt einfach mal. Wir sagen auf jeden Fall mal Tschüss an alle, ne? Schön, dass ihr da wart. Und wir versuchen es jetzt einfach mal zu beenden. Das wird schon. Ich glaube, ich muss es beenden. Okay, ich schaue auch mal, ob ich das hinbekomme. Genau. Einfach auf Verlassen gehen, oben auf rechts aufs Kreuz und dann verlassen. Also, bye bye. Euch auf Wiedersehen. Ciao.